Sur, der Fels, aber auch der Name der Stadt Tyros, dieser Metropole der Phönizier, wie es dann die heutigen Historiker vielleicht bewerten würden. Die Phönizier, darauf weist Arje Friedhelm Wessel bürgerlichen Namens hin. Gerade die Phönizier sind es ja der äußeren Überlieferung oder der äußeren Historie nach, die uns als der ganzen Menschheit die Schrift gebracht zu haben scheinen, wenigstens. Und so kommt dann auch einiges, wenn nicht gar alles Material für den Tempel im biblischen Mythos aus Phönizien, aus Tyros. Hiram von Tyros, der König von Tyros, ist es ja, der mit Shlomo, schon ein Freund seines Vaters David gewesen, sozusagen das Geschäft macht. Das Holz aus dem Lebanon liefert und andere Materialien, um dann diesen Tempel aufbauen zu können. Und das Zentrum des Tempels, das Devir, der Chorraum manchmal übersetzt, der Sprachort in anderen Übersetzungen, vom Hebräischen her Devir, das Wort Davar, Daber, sprechen, das Wort einfach. Dalet Beit Resh. Das Wort, also auch das Zentrum dieses Heiligtums auf Erden, des dann nicht mehr Stiftshüttenheiligtums in der Wüste, das noch mobile, sondern das in Stein erbaute Heiligtum, Haus der Heiligkeit, Beit HaMikdosh. Das freilich in unserer Wirklichkeit, in unserer Realität nicht existiert, vielleicht nie existiert hat, so heretisch das jetzt vielleicht klingen mag, für all die, die die Bibel in erster Linie historisch zu verstehen, wählen. Aber kommt es darauf wirklich an? Entscheidend doch, dass dieser Tempel in Ewigkeit besteht. Und so ist es doch dann auch am Ende der Bibel, der ganzen Bibel im Sinne der Christenheit, wo in der Offenbarung als das große Finale der Himmel sich öffnet und das Zelt Gottes sichtbar wird mit der Lade des Bundes und ganz am Schluss dann die neue Stadt, das neue Jerusalem hinab sich senkt aus dem Himmel auf Erden, wo dieser neue Himmel, diese neue Erde entsteht und gesagt wird, sehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und so ist es eben auch im Ursprung. Dieser Ursprung, wenn auch nicht in der materiellen Äußerlichkeit für uns vorhanden, ist doch in uns allen immer da, immer präsent. Ja, und das Zentrum, dieses Heiligtums, gerade in seiner steinernen, durchaus pompösesten Variante in dem Tempel Salomos. In seinem Zentrum das Devir, das Wort. Und aufgebaut dieses Bauwerk von den Materialien der Phönizier, die uns also auch das Wort in dieser materialisierten Form einer Schrift ganz historisch gebracht zu haben scheinen. Auch die hebräische Schrift wird ja als auf der phönizischen basierend gedeutet, betrachtet von heutigen Wissenschaftlern. Irgendein Funke Wahrheit wird da schon dran sein. Aber ist es ein Widerspruch dazu, dass es am Ende trotzdem Gottes Schrift ist, die heilige, ewige Schrift, Zur, davon sind wir ausgegangen, auch genauso geschrieben, der Name der Stadt Tyros. Ein Zuri ist ein Tyrer, ein Mann aus Tyros. Der Baumeister des Tempels, auch ein Hiram, ein anderer als der König von Tyros, der Sohn der Witwe von Naphtali. Seine Mutter, eine der Töchter Dans, dieser Hiram, Abihu auch genannt, Abif in mancher Überlieferung, dieser Hiram, noch ein anderer Name für ihn, Adoniram, er jedenfalls,
geboren im Gebiet von Naphtali, geboren einer Tochter des Stammes Dans, aber sein Vater, ein Zyri, ein Ich, Zyri, ein Mann aus Tyros.